Der Biologe Hermann Kunz in Frankfurt am Main ist fasziniert davon, wie Nervenzellen wachsen und ein Netzwerk formen. Jede Nervenzelle verästelt sich in eine Vielzahl von Fortsätzen, den Dendriten. Die Hauptfunktion von den Dendriten ist es, Signale von anderen Nervenzellen zusammenzutragen. Das heißt, sie müssen irgendwie diese anderen Nervenzellen erreichen. Das heißt, sie müssen tatsächlich Fortsätze schicken, irgendwo hinschicken, damit sie diese Signale kriegen. Okay, jetzt möchten sie das natürlich effektiv machen. Dabei folgen sie erstaunlich einfachen Strukturprinzipien, die man an jedem Baum studieren kann. Man kann tatsächlich im Prinzip ähnliche Strukturen, mathematische Strukturen benutzen, um botanische Bäume zu beschreiben und Bäume von Dendriten im Nervensystem. Die verblüffende Ähnlichkeit von Baum- und Nervenzellen benutzt Hermann Kunz, um künstliche Nervenleitungen im Computer wachsen zu lassen. Wir beschreiben sozusagen die Grammatik, wie man einen Baum aufbaut. Selbst Fachleute können sie nicht von natürlichen unterscheiden. Dabei wendet Kunz lediglich zwei Optimierungsregeln an. Es soll möglichst wenig Material verwendet werden und die Kabelverbindungen sollen kurz sein, damit die Nervenimpulse so schnell wie möglich geleitet werden. Das Ergebnis ist eine verästelte Struktur ohne überflüssige Schlaufenbildung. Die zugrunde liegenden Regeln hat schon vor über 100 Jahren der spanische Nobelpreisträger Ramón y Cajal formuliert. Dessen Bücher sind auch heute noch willkommene Inspirationsquelle für Hermann Kunz. Mit dem Computer erzeugte er Bilder von verschiedenen Neuronenformen. Fantastische Gewilde, die unser Gehirn geformt hat. Sein Forschungsziel ist es, dahinter zu kommen, wie Baumeister Natur konstruiert. Ein Ziel, das viele Forscher verfolgen, doch sie benutzen unterschiedliche Methoden. Hier schneidet sich ein Diamantmesser durch den Neuronendschungel. Dieser Hirnhobel an der amerikanischen Harvard-Universität verrichtet wahre Präzisionsarbeit. Ein klitzekleiner Würfel Maushirn wird in nanometerfeine Schichten geschnitten. Forscherteams in Harvard und am weltberühmten MIT sind dabei, die neuronalen Verbindungen eines Mäusehirns, Neuron um Neuron, Synapse um Synapse, zu kartieren. In Dimensionen, die selbst unter dem Mikroskop kaum wahrnehmbar sind. Es ist ein monumentales Unterfangen, scheibchenweise die eigentlichen Strukturen des Gehirns zu entblättern und den Aufbau der Nervenbahnen nachzubilden. Die Forscher erhoffen sich daraus Erkenntnisse über Persönlichkeit, Intelligenz und Gedächtnis. Sie wollen den Ursachen psychischer Störungen und Gehirnerkrankungen wie Alzheimer und Parkinson auf die Spur kommen. Denn viele Forscher vermuten, dass Menschen, die beispielsweise unter Autismus oder Schizophrenie leiden, im Gehirn einfach anders verschaltet sind. Eine Herkulesarbeit, die einen ungeheuren Datenberg mit sich bringt. Mehr Daten entstehen, als jetzt weltweit auf allen Google-Servern liegen. Und doch beschreiben diese Daten nur ein winzig kleines Gehirn einer Maus.